Und die Kollegin Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist hier häufig das Wort Solidarität gebracht worden, und uns als Linken ist vorgeworfen worden, wir wären nicht solidarisch mit Griechenland. Ich werde Ihnen einmal sagen, was wirkliche Solidarität mit Griechenland bedeuten würde, nämlich eine echte Schuldenerleichterung, wenn Sie schon das Wort Schuldenschnitt nicht über die Lippen bekommen. Das würde Solidarität heißen. Solidarität mit Griechenland bedeutet, echte Investitionen zu ermöglichen, zum Beispiel aus unseren immensen Zinsgewinnen. Das wäre Solidarität. Solidarität hieße Respekt vor den demokratischen Institutionen Griechenland statt Erpressung und Entmündigung. Das ist Solidarität, meine Damen und Herren. Und man muss dieser Regierung auch einmal Zeit zum Arbeiten geben. Sie ist seit 6 Monaten im Amt. Am Sonntag war die Wahl, am Montag haben Sie angefangen zu regieren. Gucken Sie sich mal an, wie es in Deutschland ist. Da fängt eine Regierung nach 6 Monaten im besten Fall mal an zu arbeiten. Und ich finde, das muss man anerkennen, und man muss ihnen die Gelegenheit geben, auch ihre Programme durchzusetzen und nicht so zu tun, als müsse man Syriza und Tsipras überreden, die Reichen in seinem Land zu besteuern. Das war ein zentraler Punkt seines Wahlprogramms. Und alles andere, was hier behauptet wird, ist Diffamierung dieser Partei und dieser Regierung. Und das lassen wir nicht zu, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, Solidarität bedeutet nicht, Griechenland ein Programm aufzuzwingen, was wirtschaftlich fatal ist, was Sozialabbau und Privatisierung erzwingt. Das ist keine Solidarität, sondern das ist das Gegenteil von europäischer Solidarität, meine Damen und Herren. Bereits mit dem ersten und dem zweiten sogenannten Hilfspaket hat die Bundesregierung Griechenland doch an den wirtschaftlichen Abgrund geführt. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Ich nenne Ihnen nur zwei. Die Kindersterblichkeit in eurem europäischen Land ist um 43% gestiegen. Und über 3 Millionen Menschen haben keine Krankenversicherung. In Griechenland herrscht ein humanitärer Notstand. Dieses Land braucht wirkliche Hilfe und keine Kürzungsdiktate, meine Damen und Herren. Und wir hier in Deutschland, wir haben es doch ganz anders gemacht 2008. Das weiß Herr Schäuble, das weiß Frau Merkel. Wir haben in der Finanzkrise 2008, 2009 eine völlig entgegengesetzte Entscheidung getroffen. Auf Vorschlag ursprünglich nur der Linken, aber dann von anderen übernommen, wurde in Deutschland ein großes Investitionsprogramm gestartet. Dazu kam die Verlängerung des Kurzarbeitergelds und die Einführung der Abwrackprämie. Und ich frage Sie alle, warum haben die Kanzlerin und der Finanzminister Griechenland eine Medizin verschrieben, die sie für Deutschland nie akzeptiert hätten? Nach dem Misserfolg der ersten beiden Programme hätte sich doch die Bundesregierung sagen müssen, stopp, das läuft falsch, hier müssen wir etwas tun. Wenn eine Medizin bei einer Krankheit nicht wirkt, dann ist es doch der absolut absurde Weg, zu sagen, diese Krankheit wird bekämpft, indem diese Medizin in 5-facher Dosis verschrieben wird. Nein, wir sagen, diese falsche Medizin muss endlich abgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen noch ein Wort zu unseren Zinsgewinnen. Diese Zinsgewinne haben dazu beigetragen, dass wir hier in Deutschland etwas erreichen konnten, mit dem der Finanzminister sich gerne schmückt, nämlich die berühmte schwarze Null. Und das haben nicht wir ausgerechnet, sondern das zu einem großen Teil auf Zinseinsparungen aufgrund der Schuldenkrise diese schwarze Null erreicht wurde. Das hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle berechnet. Gewiss keine Vorfeldorganisation der Linken, meine Damen und Herren. Wir haben bisher von der Griechenland-Krise profitiert. Das ist das Gegenteil von Solidarität. Und ich finde, wahre Solidarität besteht darin, Programme aufzulegen, die erstens die europäische Idee, den europäischen Zusammenhalt stärken, dafür sorgen, dass in Griechenland die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Das, was jetzt beschlossen wurde, ist eine große Hilfe für die Banken, die mit Steuergeldern gerettet wurden. Es ist auch eine Hilfe für die herrschende Politik hier in Deutschland. Und jeder muss wissen, worüber wir abstimmen. Wir stimmen nicht über Hilfen für Griechenland ab, sondern es ist ein böses Spiel mit den Menschen in Griechenland. Und dagegen wird die Linke immer kämpfen, meine Damen und Herren.
Gerda Hasselfeld ist die nächste Rednerin.